Rede nennen könntest, die du am liebsten hast. Okay. Oder drei Dinge. Welche würdest du nennen? Also ich würde es so prioritätenmäßig staffeln, weil es gibt ein Gerät, das steht aus meiner Sicht über allem. Das ist der Miele Druckdampfgarer. Ohne den geht hier nichts mehr. Absolut. Ich würde aufs Kochfeld verzichten. Ich würde auf so viele Dinge verzichten, die in normalen Küchen drin sind. Aber der Druckdampfgarer gehört aus meiner Sicht in jede Küche. Weil ein besseres und effektiveres Gerät gibt es nicht, um schneller irgendwelche Gerichte zaubern zu können. Ich habe zum Beispiel Rouladen gemacht innerhalb von einer Viertelstunde im Druckdampfgarer mit einer Vorbereitungszeit von 20 Minuten. Das ist doch eine Ansage. Das ist eine Ansage. Und wenn ich noch Gerät 2 und 3 dazu wählen würde, dann würde ich den Teppanyaki noch wählen zum Anbraten, weil er ist einfach super schnell sauber, er macht richtig Spaß. Egal, ob mal große Menge, kleine Menge, 4 Forellen, 5 Forellen, 6 Forellen, keine Ahnung, brauchen wir schlecht. Es geht alles, es geht ruckzuck, die Temperatur wird kontinuierlich gehalten. Er spratzelt nicht, er macht nicht viel Sauerei und Dreck und er ist einfach der Hingucker jeden Abend. Ja, die Leute wollen immer zum Teppanyaki. Ja, aber gehen dann nimmer aus der Küche raus. Gehen nimmer aus der Küche raus. Und Gerät Nummer 3, das ist eine heiße Entscheidung, weil der Geschirrspüler ist natürlich schon extrem wichtig, aber ich würde mich tatsächlich, obwohl ich am Anfang es nicht verstanden habe, für das Thermalisierbecken entscheiden. Weil ich mittlerweile der Ansicht bin, dass wir sowieso weg von diesem Mengenfleischkonsum dürfen, hin zu einem Genießen von Fleisch und die Qualitätsstufe, die ich durchs Sous-Vide-Garen erreiche, die ist unglaublich. Die schaffe ich nicht in der Backröhre oder durchs pure Anbraten oder durch im Bräterbraten. Das geht einfach nicht. Die Zartheit, das was da hinten bei rauskommt, da muss ich sagen, da sind die anderen Zubereitungsmethoden eigentlich frevelhaft für dieses hohe Gut. Wir merken es jetzt an den steigenden Preisen von Fleisch und es darf aus meiner Sicht der Preis vom Fleisch noch weiter steigen, damit wirklich das Bewusstsein dafür steigt. Das wären meine 3 Favoriten. Mhm. Also was ich am allermeisten... Kommt die Spülmaschine. Ja, die ist natürlich auch wichtig, aber was ich am allerbesten finde, ist dieses Zusammensein in der Küche. Mhm. Also das ist so dieses Kochen und Gemeinschaft voneinander zu trennen, indem man Küche in so einen abgesonderten Raum tut und keiner kann damit sein, das fand ich immer total blöd. Und jetzt hat dieses Tier, man sitzt zusammen, man redet und der eine wird zubereiten und das ist so, ja, das Nonplusultra. Also das war schon ja, der größte Wunsch, dass wir einfach zusammensitzen können und nicht mehr dieses, was hast du gesagt? Sondern du, ich schnüffel gerade und wie war der Tag und so. Das ist einfach schön, ja. Also die Geräte waren mir ganz wichtig, vor allem auch das Sous-Vide, weil ich am Anfang so rum hatte, bei mir nicht so lieb, ne? Was soll das überhaupt? Aber mittlerweile sage ich, hallo, genialer und besser und einfacher geht's nicht. Da musst du sagen, dass ihr eigentlich nicht die normalen Fleischkonsumenten seid, sondern ihr habt Jagd und esst eben genau. Das geniale Wildfleisch, wo die Tiere einfach mit dem Gras im Maul und einem Schuss ein schönes Leben hatten. Genau, die hatten. Und dann ein schönes verwertet Leben. Ihr die Gans. Ja. Von Kopf bis Schwanz. Kann man wirklich so sagen, ja. Mit Sous-Vide ist es tatsächlich möglich. Da kommt es nämlich jetzt wieder. Ne? Genau. Ja. Damit ist also es das möglich. Kann ich auch ergänzen. Ich habe mal sonst immer wegen das Thema gehabt mit diesem Wildgeschmack, der dann rauskam, vor allem beim Wildschwein. Da war dann immer so klar, das war auch mal gut, aber so größere Stück habe ich nicht gebraucht. Und als wir zum ersten Mal das Wildschwein im Sous-Vide-Bad hatten, jetzt ist der Wildgeschmack so richtig schön mild. Das habe ich noch nie vorher bei dem Gericht erlebt. Das war schön. Ja, oder dann auch den Fond zu zaubern im Druckdampfgarer. Ne? Mhm. Ich habe vorher noch nie einen Fond gemacht. Das stimmt. Habe ich im Blog nachgelesen, Herwigs Blog, ne? Fond, zack, 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 was brauchen wir? Okay, großen Garbehälter, nein, das Zeug. Zack, 120 Grad, 45 Minuten. Und dann ist das Ding fertig. Genial, besser geht's nicht. Was da andere Leute 6-8 Stunden lang rumköcheln, um da einen Fond zu zaubern und... Also, war ja ein Volltreffer für meine Familie zu meinem Geburtstag.